Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man einen Stack oder auf Deutsch Kellerspeicher programmiert. Was ist erstmal ein Kellerspeicher? Das deutsche Wort ist eigentlich sehr beschreibend in diesem Fall. In einem Kellerspeicher sieht es aus ein bisschen wie in meinem Vorratskeller zu Hause, nämlich man stapelt Sachen aufeinander. Wenn etwas Neues in den Keller kommt, dann wird es oben drauf gesetzt. Und wenn ich irgendetwas davon entferne, dann werde ich natürlich auch das oberste entfernen, weil alle anderen so eine Art blockiert sind. Das ist auch in der Informatik eine Datenstruktur, eine sehr bekannte Datenstruktur, eine, die nach dem Prinzip First in, Last out funktioniert. Bedeutet, erst als erstes rein, als letztes wieder raus. Wo könnte man so etwas mit unserem Arduino oder überhaupt benutzen? Stellen Sie sich doch mal vor, eine Smart Home Anwendung, in der Sie zum Beispiel mit einem Temperatursensor die Heizung steuern möchten. Nun, es kann aber sein, dass dieser Sensor, der zum Beispiel drahtlos ist, die Kommunikation ausfällt und über längere Zeit, sagen wir mal eine halbe Stunde, keine Daten an die Heizung liefert und die kann nicht steuern. Sie bleibt, wenn sie gut programmiert ist, auf einem mittleren Niveau, ohne in eine Richtung zu übersteuern. Aber im Moment, wo die Kommunikation wiederhergestellt wird, dann stellt sich die Frage, welchen Wert von allen, die der Temperatursensor eigentlich momentan gespeichert hat, welchen Wert soll ich jetzt in die Heizung zuerst geben? Da macht es durchaus Sinn, den allerletzten Wert zu liefern zuerst und die anderen zum Beispiel entweder gar nicht zu liefern oder zum Zwecke der Datenanalyse später sozusagen vollständigkeitshalber irgendwie in die Cloud und so weiter. Aber der wichtige Wert ist der oberste, der zuletzt gemessene Temperaturwert. Denn die Heizung möchte jetzt natürlich wissen, wie es momentan aussieht, damit sie weiß, was soll ich jetzt sofort machen. Solche Beispiele gibt es sehr viele, also Stacks sind eine sehr oft benutzte Datenstruktur und hier werden wir uns jetzt angucken, wie man sowas überhaupt programmiert. Als allererstes werde ich mir das ein bisschen anmalen, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Ein Stack zum Beispiel sehr oft wird repräsentiert mit einem vertikalen Array, in dem ich zum Beispiel mehrere Elemente speichern kann. Damit es ein bisschen einfacher bleibt, werde ich natürlich jetzt dieses Array sehr klein darstellen. Normalerweise passen da natürlich viel mehr Werte oder Elemente rein. Das ist jetzt unser Stack. Und normalerweise schreibe ich hier auch die Indices. Ganz unten ist sozusagen der Index 0 und da ist es unten im Keller und wenn ich irgendetwas drauf packe, dann wird es oben drauf gestapelt. Diese Repräsentierung ist natürlich nur eine Darstellungsfrage. Im Computer selbst existiert sowas wie vertikal und horizontal natürlich gar nicht. Und es gibt prinzipiell jetzt zwei Funktionen, zwei Operationen, sagt man auch dazu, die ich auf so einen Stack ausführen möchte. Einerseits ist es irgendetwas raufpacken, irgendetwas in das Stack reinschreiben und andererseits irgendetwas wieder herausnehmen. Dafür muss ich mir auch noch eine Hilfsvariable definieren. Die werde ich Head nennen. Und die zeigt mir immer den Index im Array an, wo ich als nächstes irgendetwas reinspeichern kann. Das heißt, oberhalb des letzten Elements. In unserem Fall, weil ja der Stack komplett leer ist, ist Head offensichtlich auch 0. Und deswegen ist es relativ einfach. Wenn Head 0 ist, bedeutet, der Stack ist komplett leer. Wenn es am Anstoß ist, wenn es ganz oben ist bei 4, dann weiß ich, oder bei 5 eher, dann weiß ich, der Stack ist jetzt voll. Und jetzt implementieren wir doch diese zwei Funktionen. Es ist relativ einfach. Die eine heißt Push. Und als Parameter nimmt sie eine einzige Variable und das ist zum Beispiel val für value. Das ist jetzt nicht ganz so schön geworden, das machen wir nochmal. So. Und in dieser Funktion muss ich Folgendes machen. Ich muss den Wert, der mir gerade weitergegeben wurde als Parameter, muss ich genau an die Stelle reinschreiben im Stack, die dafür vorgesehen ist, sprich genau da, wo head im Moment hinzeigt. Nehmen wir doch mal an, es wurde mir ein Wert von 13 gegeben. Dann schreibe ich die 13 hier rein. Und dann muss ich Head 1 nach oben schieben. Sprich, in diesem Fall muss ich Folgendes tun. Ich muss
Stack, wenn das jetzt mein Array ist, machen wir mal hier das vollständig. So, dann muss ich Stack genau an der Stelle von Head den Wert von Value zuweisen. Und dann muss ich Head 1 nach oben schieben. Das heißt plus plus. Das würde auch in unserem Fall bedeuten, dass Head nicht mehr hierhin zeigt, das werde ich jetzt auch hier löschen, sondern zeigt jetzt auf die 1. Und nächstes Mal weiß ich, wenn irgendetwas reinkommt, dann muss ich das genau auf die 1 packen. Man muss hier ein bisschen aufpassen, dass die Fehler auch abgefangen werden. Das werde ich hier nicht machen. Die sind aber auch relativ trivial, muss ich sagen. Also erstens müsste man natürlich aufpassen, dass dieses Head nicht viel zu weit nach oben kommt. Vor allem, dass man nicht versucht, außerhalb des Arrays irgendetwas zu speichern. Sprich, am Anfang von dieser Funktion sollte eine Fehlerabfrage stattfinden, indem wir fragen, ist denn Head eigentlich weniger als die maximal zulässige Größe des Stacks? Dann sollte man es reinspeichern dürfen, wenn nicht, dann sollte man diese Operation verwerfen. Die zweite Funktion, die wir benutzen, die wir implementieren wollen, ist eine Funktion, die nennt man sehr oft Pop. Und sie hat keine Parameter, sie wird aber einen Wert zurückgeben. In unserem Fall ist ja der ganze Stack eigentlich nur für Int-Variablen gedacht. Deswegen wird sie auch eine Int-Variable zurückgeben. Und da funktioniert es genau umgekehrt. Ich muss jetzt mal nachgucken, wo ist der letzte Wert. Wiederum mit einer Fehlerbehebung, mit einer Fehlerabfrage, dass ich da nicht diesmal viel zu weit nach unten komme. Und dafür muss ich eigentlich genau das Umgekehrte machen als bei Push. Nämlich muss ich Head erstmal runtersetzen und dann die 13 zurückgeben. Also in unserem Fall ist es ja nur ein einziger Wert drin, also die 13. Das heißt, den Wert kann ich einfach mit Return Stack an der Stelle Head zurückgeben. Das war's. Was passiert jetzt, wenn ich das ausführen würde auf genau dieses Beispiel, was ich hier habe? Das würde bedeuten, dass ich Head erstmal wieder hierauf zeige. Das ist zufälligerweise natürlich genauso gemeint. Das ist genau der Wert, der Element, den ich eigentlich zurückgeben möchte. Und jetzt gebe ich diesen Wert auch zurück und vergesse ihn. Das ist auch hier interessant zu beobachten, dass ich eigentlich die Werte nie wirklich lösche. Die sind aber draußen, weil ich sie einfach nicht mehr beachte. Das würde bedeuten, wenn ich jetzt mehrere Operationen hier ausführen würde, sagen wir mal Push 4, dann wird hier die 4 einfach überschrieben. Hier kommt dann die 4 und der Head wird wiederum nach oben gesetzt wieder. Das heißt, ich muss nicht mal dafür sorgen, dass es wirklich da gelöscht wird. Es wird automatisch gelöscht, indem ich es einfach nicht mehr beachte. Das ist ein ganz einfacher Stack. Wie schon gesagt, die Fehlerbehebungen, die Fehlerabfragen sind nicht dabei. Das überlasse ich Ihnen. Auch ist eine kleine Hausaufgabe. Müsste man nur aufpassen, eben, dass man bei Push nicht zu weit nach oben rutscht und beim Pop nicht zu weit nach unten rutscht. Und so implementiert man Stacks mit ganz einfachen Arrays und Indices. Dankeschön.